Hallo und herzlich willkommen zurück zur weiteren Folge von Dings 4 mit der Family Dynamic Challenge. Und ja, Saya hat heute Geburtstag und Noah ist schon fleißig am Kuchen backen für seine Mama. Und mal gucken, was dabei rauskommt, aber er muss ja auch gleich in die Schule und ich würde gerne vorher Saya noch älter werden lassen. Und sag mal, ist das jetzt nicht mal langsam vorbei? In 2 Stunden Heißhunger auf Süßes. Gut, so schnell wird der Kuchen wahrscheinlich nicht fertig werden. Okay, irgendwas fehlt, weil er einem Teil der Seele angeboten hat. Ein Stück der eigenen Seele zu verlieren, ist kein gutes Gefühl. Zumindest hat der Geist es sinnvoll genutzt, nicht wahr? So, ihr könnt auf jeden Fall schon mal runtergehen. Feuer, Noah, was kannst du denn überhaupt? Aber der Kuchen ist gut geworden. Oha. Kannst du das irgendwie löschen? Ja, na toll. So, dann kannst du wenigstens schon mal runterkommen. Okay. Ah, Feuerwehr, du kommst ein bisschen spät. Das Feuer wurde gelöscht. Seid nächstes Mal vorsichtiger, okay? Gut, du wirst deinen Geburtstagskerzen hinzufügen. Und dann werden wir noch schnell. Bist du, Elchimani, nicht sorry. Kommst du her? Dann würde ich sagen, warte, ich schaue noch mal kurz nach, ob heute wirklich Geburtstag ist. Aber ja, Saya wird heute zur Seniorin. Und ich würde sagen, du wünschst dir erst einmal was. Und wir werden das hier auf jeden Fall ersetzen. Und damit ist Saya älter geworden. Das Alter, schrumpelige Bäuche, graue Haare und endlose Nickerchen waren feier, als stünde der Sensenmann nicht gleich um die Ecke. Okay, gut, dann würde ich sagen. Zum Essen rufen, essen wir schnell noch jeder ein Kuchenstückchen. Und danach kann Noah dann ja in die Schule gehen, dann geht heute. Die Abstimmung wurde eröffnet. Ja, gut. Ah, oh, du hast immer noch Krämpfe, oder? Über das Feuer nachdenken. Ah, es tut mir so leid. Ich hoffe, aber es sollte ja gleich vorbei sein. Noch 10 Minuten, dann hast du es hinter dir. Und ich werde dann auf jeden Fall erstmal Saya ein bisschen umstylen gehen. Ich werde sie jetzt nicht großartig ändern. Ich werde ihr auf jeden Fall wieder die Haare schwarz färben. Das werde ich machen und dann. Mal gucken, ich denke, viel werde ich jetzt gar nicht bei ihr machen oder verändern. Ich muss mal schauen. Auch wenn sie jetzt eine Seniorin ist. Aber auf jeden Fall die Haarfarbe werde ich wieder ändern. Und heute Abend haben wir noch einen neuen Job. Ich habe nämlich direkt, wo ich nach Hause gekommen bin, in der letzten Folge noch einen Auftrag angenommen. Ich muss mal kurz ein Schlückchen trinken. Gut, und jetzt gehen wir noch mal kurz die ganzen Outfits von ihr durch. Ich finde, die muss man jetzt auch nicht unbedingt ändern, weil. Ja, sieht ja nicht schlecht aus. Das hier würde ich vielleicht wegmachen. Das hier kann an sich auch bleiben. Ich meine, sie hätte eine ziemlich gute Figur, auch eine Frisur natürlich. Ist ja wirklich sehr krass durchtrainiert. Aber ich würde vielleicht jetzt doch einen Badeanzug anziehen, vielleicht. Ich überlege gerade, was ich hier so anziehen könnte. Ja, einfach sowas an, vielleicht in so einer etwas helleren Farbe. Sowas hier zum Beispiel, das ist doch ganz gut. Und ja, ansonsten finde ich, passt das vollkommen noch mit ihrem Outfit aussehen. Das reicht komplett.
So, ich würde sagen, wir gehen mit Saya einfach so ein bisschen hier diese Fähigkeit noch trainieren. Und zwar, wir können mal Bonhilde herbeirufen. Sie ist übrigens traurig, weil sie ein Stück ihrer Seele verkauft hat. Achso, ich glaube, das habe ich auch gerade vorgelesen, oder? Diese Worte wurde zu viel Wasser verbraucht. Okay. Aber ich muss gerade mal ein bisschen trinken. Ich habe gerade ein bisschen trockenen Hals. Okay, aber wieso hast du immer noch Krämpfe und so? Du bist doch eigentlich schon längst durch hier durch das... Hupsala. Ich meine... Ach, weißt du was? Du gehst jetzt erstmal ein schönes Schaumbad nehmen. Hä, wo ist denn Feuer? Wieso kannst du kein Bad nehmen? Elche fühlt sich so unwohl, das zu tun. Oder nimmst du bitte einfach mal eine dampfende Dusche? Und wo ist hier bitte Feuer? Ah! Da ist Feuer! Wieso brennt's denn? Ja, schnell. Oha. Ach, übrigens, genau das habe ich hier nämlich neu gemacht. Aber wieso brennt's denn jetzt so? Ist das wegen dir? Hast du irgendwas schief gemacht? Ja, kein Wunder, dass es unterbrochen worden ist. Sie haben das ja einfach überhaupt nicht mitbekommen. Oh, jetzt ist alles verbrannt. Repa und dringt uns raus. Also, kannst du jetzt wenigstens... Dann nimm mal bitte... Nee, kein Schlammbad. Sondern ein... Oder wir nehmen mal ein Bad. Mach mal ein Lavendelbad vielleicht. Ach, Gottchen, irgendwie brennt das in letzter Zeit so häufig. Okay, meine Gute, du gehst jetzt doch mal Bonhild herbeirufen. Weil mich das wirklich interessiert. Ich schiebe hier mal kurz ein bisschen ihre Bedürfnisse hoch. Mache ich jetzt nicht häufig, aber ich will jetzt unbedingt Bonhild haben. Labor just never. Und natürlich schadet es auch nicht, unsere Fähigkeiten ein bisschen hochzuleveln. Und vielleicht, ja komm, ihr geht es schon viel, viel besser jetzt nach diesem Bad. Sie taucht ganz ab. Was war das denn? Wie sie einfach die Gurkenstückchen in ihre Brille gesteckt hat, finde ich auch sehr gut. Wie geht's da ja? Ich habe diese Nachricht immer wieder getippt, weil ich weiß, dass ich dadurch auch nichts anderes. Aber ich glaube, ich mag dich. Sorry, aber ich empfinde nicht so. Wieso hat sie denn gerade so Tränen in den Augen bekommen? Außerdem ist die Frau verheiratet. Was will sie? Wir sind auch verheiratet. Bonhilde, Haushaltshilfe. Freundschaft vorstehen. Schulregeln des Hauses befolgen. Räumt sie jetzt für uns auf? Es gibt ja Energie. Nein, 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 das mache ich nicht mit. Lebendig kriegst du mich... Hä? Nein, 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 das mache ich nicht mit. Lebendig kriegst du mich nicht. Wieso kam die Nachricht erst dreimal wegen Bonhilde? Habe ich jetzt unser richtiges Haushaltsmädchen verschreckt, weil wir jetzt Bonhilde haben? Ich weiß es nicht. Wir werden jetzt mal ein bisschen mit den Dahingeschiedenen kommunizieren, einfach um die Fähigkeiten ein bisschen... Oh wow, Erik möchte den Artikel Knönige Messerblock auf Plopsief erwerben. Wenn du dem Verkauf zustimmst, suche das Objekt und schicke es nach Hause. Ja, sehr gerne, aber dazu musst du nur halt erstmal aus der Schule wieder heimkommen. Ich hoffe, ich vergesse es bitte heute nicht. Übrigens, wirst du mal bitte Freundschaften schließen. Wir müssen uns auch unbedingt in nächster Zeit mal wieder mit einer Mani treffen. Räumst du für uns auf, Bornhilde? Bitte? Das wäre ziemlich cool, wenn du das machen... Oh ja, hä, was war das denn noch so? Irgendein Flock Kleidung anscheinend. Ah, das wäre ja ganz cool. Dann hätten wir sozusagen gratis Hausmädchen, so mehr oder weniger. Ich glaube, unser anderes Hausmädchen ist jetzt nämlich abgehauen. Die hatte ein bisschen Angst, die Gute. Kann ich aber auch verstehen. Hallöchen, Timmy.
Du schon wieder. Schreib mich von deiner Liste. Nerven wir ihn? Ich glaube, wir müssen uns mal ein bisschen um unsere Tiere auch kümmern. Oh, wir können ihn mitspielen und den Müll leeren. Das machen wir mal gleich noch mit. Dann streicheln wir den Kleinen mal. Stimme. Loben. Dann kennenlernen. Einfach so ein bisschen kommunizieren. Also Elchit schaukelt in letzter Zeit wirklich sehr gern. Ich würde sagen, du nimmst dir mal noch ein paar Reste, bitte. Woher kennen wir denn jetzt diese ganzen Leute? Und wieso mögen wir Jacqueline nicht? Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag. Dankeschön, Caroline. Wir können immer die virtuelle Spiritualität spüren. Na, bist du wach, mein Süßer? Nein? Okay, er legt sich wieder hin und schläft direkt weiter. So, wer ruft uns jetzt an? Nein, ich möchte kein Jobangebot haben. Weil wir müssen erstmal unseren Job perfektionieren. Das ist nämlich unsere Aufgabe. Level 10. Wir sind übrigens schon Level 9, also wir haben es auch bald geschafft. Dann sind wir mit Elchel komplett durch. Bei uns fehlt jetzt nur noch diese eine hier. Also dieses eine Ding, dass wir den Job halt perfektionieren. Dann haben wir alles fertig. Was ist eigentlich das hier? Tulpe. Warum liegt da eine Tulpe? Ach, Bonhilde. Schön aufräumen, meine Gute. Das ist so, so lieb von dir. Sei entdeckt nichts Außergewöhnliches. Ich möchte aber gerne schon noch so ein bisschen, dass du weitermachst. Oh, okay. Also wenn Noah nach Hause kommt, können wir erstmal ein paar Messerblöcke verkaufen. Du sollst auf jeden Fall noch ein bisschen deine Fähigkeit ausbauen. Und einfach so ein bisschen aufbauen, damit wir ein bisschen hochgehen. Das ist nämlich ziemlich cool. Oh, verdammt. Ja gut, ich glaube, das wird dann nichts mit dem Vorsatz. Deine Leistung ist ja ziemlich, ziemlich schlecht geworden. So ein bisschen die Bedürfnisse hochcheaten. Leblos sein ist gar nicht so schlecht. Viel weniger Verantwortung und sowas. Von stilvoll. Okay. Du machst noch weiter unten, das ist sehr gut. Du musst nämlich das unbedingt ausbauen. Level 4 der Medium-Fähigkeit erreicht. Saya kann jetzt das grausige Ritual ans Bayensektischen vorführen. Möge der Spuk beginnen. Okay, heißt das, dann kommt ein Geister bei uns vorbei? Lass einen fleischigen Körper hinter dir. Total, was? Ne? Oh. Ich möchte gerne den Körper... Oh nein, was ist denn hier los? Du wirst... Oh nein, Alice ist gestorben. Hallo Elche, ich wollte dich anrufen und sagen, dass Alice gruselig verschieden ist. Ich möchte... Alice war ja ihre Tante. Nein. Alice. Was machst du denn da? Ach, ich mochte Alice wirklich. Alice war super. Alice war wirklich wundervoll. Ich bin gerade echt ein bisschen traurig. Neue Mission. Meine Emotionsbombe. Okay. Ach, übrigens, du musst jetzt mal gucken, dass wir das vielleicht verkaufen. Hier, die sind zum Beispiel jetzt so. Über Plopsi versenden? Über Plopsi. Da ist sogar deutlich mehr Geld rausgekommen. Wie ist denn die Qualität? Wir können sie noch fortsetzen, dann mach das mal. Aber geh erstmal die Sachen verschicken. Unseren Hamster geht es auch nicht so gut. Müssen wir wieder ein bisschen mit ihm spielen. Ein bisschen reden.
damit er sich nicht so einsam fühlt. Hast du den jetzt mal belehrt, dass der nicht auf Deko hochspringen soll, den kleinen frechen Kerl? Oh, dass das Team nicht so interessiert, ist mir schon klar. Aber nein, das ist ja voll doof mit Alice. Du hast Kaugeräusche am anderen Ende gehört. Vielleicht wissen die nicht, dass ihr Mikro an ist. Strickprojekt abgeschlossen. Oh, wir haben jetzt das zweimal, oder was? Ich würde sagen, dann schicken wir eine zum Kleid. Fragt, ob ich zu ihr rüberkommen möchte. Okay, gut, dann machen wir das. Dann gehen wir mal zu ihr rüber. So, okay, jetzt sind wir bei der Guten. Können wir uns direkt mal... rumplödeln vielleicht so ein bisschen. Dann überprüf sie mal. Was genau passiert denn, wenn ich sie überprüfe? Ich bin ein bisschen niedergeschlagen, Noah. Danke, dass du nach mir siehst. Oh je. Okay, dann können wir mal so ein bisschen nach Karriere fragen. Wir plaudern einfach mal noch ein bisschen mit der Guten. Bewunderung ausdrücken. Nach Persönlichkeitstyp fragen. Warum ist meine Stimme jetzt mal weg? Gut. Wir können sie mal nach den Einkommen fragen. Können ihr mal eine Frage zu Kindern stellen? Ich frage sie jetzt einfach mal so ein bisschen. Oha, das wollte ich gar nicht machen. Ich lerne immer noch über mich selbst, okay? Ich habe viel Geld. Ich bin kinderlos. Freundlich. Dann denken hinsichtlich Gewicht zeigen. Nur das machen wir nicht. Wir können sie mal zu Geschwistern fragen. Fragen, ob sie Kinder haben möchte. Ich habe Geschwister. Da können wir sie mal fragen, ob sie schon mal ein Wuhu hatte. Jennifer hat großen Hunger. Was? Wieso füttern die ihr Baby nicht? Wo ist Jennifer? Wieso füttert denn niemand Jennifer? Ich habe noch nie ein Wuhu erlebt. Wir können sie aber zur Beziehung fragen, wie sie so denkt, wie sie ist, weil ich möchte schon, dass die beiden noch zusammenkommen. Und will ich das nur auch schon so ein bisschen verknallt in sie? Beziehungsweise fühlt sich so ein bisschen zu ihr hingezogen oder empfindet mehr als nur Freundschaft. Und deswegen finde ich, kann er ruhig mal so fragen, wie sie denn zu der Beziehung denkt. Ich habe aber ein bisschen Angst, oh jetzt. Ich hoffe, irgendjemand anderes kümmert sich um dieses Baby. Wer bist du eigentlich? Jennifer. Ach ja, genau, das hatten wir ja letztens schon. Oh, ich weiß nicht, ob wir das jetzt vor dieser ganzen Verwandtschaft fragen sollten. Ist ja auch ein bisschen unangenehm. Nein? Ich glaube, ich brauche mehr Zeit, um dir eine Antwort zu geben. Frech, aber gut. Wir haben bis jetzt ja noch nicht wirklich irgendwas gemeinsam gemacht. Beziehungsweise schon, aber halt nie in diese Richtung. Wir haben bis jetzt halt immer nur so freundschaftlich mit ihr zu tun gehabt. Und das ist natürlich klar, dass sie jetzt vielleicht nicht gleich so... ich uns an den Hals wirft. Wir haben übrigens noch ein Merkmal, was wir nicht über sie kennen. Das können wir direkt mal kennenlernen. Oh, Demise, Lissarac, Zambezi, Isiao, Chinsiba, Lanzo Moran, Fwash, Dombra Bomkaro,
Könnten wir wirklich Freunde fürs Leben vielleicht auch erstmal werden? Damit wir halt mit ihm erstmal so das Freundschaftliche aufbauen und dann vielleicht so sagen, hey du. Wie wär's denn mit uns beiden? Aber ich möchte eigentlich, dass du noch... umarmen. Freundlich. Und dann würde ich gerne auch dieses eine Merkmal über sie kennenlernen. Aber ich finde gerade die Aktion nicht mehr. Ja, wir können immer über die kalte Temperatur reden. Nee, wir kennen das eine Merkmal immer noch nicht. Aber ich finde es auch irgendwie nicht mehr. Wir können ja nochmal so ganz, ganz, ja, so ganz... langsam so anfangen, jemanden komplett einfach nur das Aussehen zu machen. Das ist ja jetzt erstmal noch nichts Krasses. Und ich würde sagen, an dieser Stelle verabschiede ich mich von euch. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Wir sehen uns als nächste neue Folge von diesem Spiel mit der Family Dynamic Challenge wieder. Dann machen wir uns auf jeden Fall mit Saya daran, noch einen weiteren Job zu erfüllen. Und vielleicht können wir uns mit den beiden ja dann mal ein bisschen verabreden, dass Noah sie mal sozusagen auf ein Date einlädt. Und ja, darum kümmern wir uns dann beim nächsten Mal. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und dann bis zum nächsten Mal. Bye, bye.